Moins Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play für zwischendurch. Wir nutzen das mal irgendwie so als Talkrunde oder so, keine Ahnung, oder als dämlich Gequatsche, je nachdem. Damit wir hier ein paar Bewegbilder haben. Und zwar nennt sich das Ganze Pool Nation FX. Hauptsächlich geht es hier darum, Billard zu spielen, ungefähr so. Warum fängst du eigentlich immer an? Weil ich der absolute Überking bin. Ja, da kommt's hoch. Also wirklich. Mit dabei General Pröbchen, gegen den spielen wir auch. Der schon eingelocht hat. Immer. Dann hast du jetzt die vollen, ja. Hab ich? Ja. Bäumchen. Ich hoffe, dass die Musik im Hintergrund nicht stört. Hi! Ja, mein Backfisch. By the way, ich spiel mit Controller, also verzeiht mir meinen scheiß Aim. Ja, ja, das ist auch Controller. Gar nicht. Ey, der hat seine scheiß Hex, Alter. Ich sag's dir, der hackt, wie dass die Schwarte kracht. Was ist denn eigentlich für einen geilen Kö, Alter? Also die Ruhe mit echt Geld, die Kurve, dass ich den. Hat er? Nein. Hat er? Ja. Für ein Arschloch. Na, Pay to Win, ja, ja. Kennst du doch. Ich sag's dir, das ist Pay to Win hier, ja. Die Leute haben ihn bezahlt, damit er neue Spieler anlockt. Die Leute von Pool Nation oder wie? Ja. Ja. So. Die ein Übersetzungsdenglisch haben, was schlimmer ist als... Halt mal kurz die Klappe. Muss mal versuchen, dich irgendwie leiser zu stellen, aber ich... Achso. Du musst mich einfach muten. Ja, ich komme ja nicht auf den Namen. Scheiße hier. Ja, leck mich doch! Hörst du mich immer noch doppelt? Ja, warte mal. Ich spiel so lange weiter. Scheiße. Boah, Gott. Drück doch einfach Escape und auf meinen Namen. Und dann hinten auf das Lautsprecher. Ist das so schwer? Ah, er spielt ja wieder mit Controller. Scheiße, einfach mal seine Maus in der Hand zu nehmen. Ey, jetzt krieg ich das Steam-Overlay nicht mehr weg, Alter. Was willst du denn mit dem Steam-Overlay? Weiß ich doch nicht, es ist einfach aufgegangen. Komm, mein Spiel ist abgeschissen. Inkompetenz von Generalprobe. Hält jetzt deinen Schnauz. Geht nicht mehr, ist kaputt. Wir kamen später an, mit Dort Davids, der musst du noch ziehen. Geht nicht, ist kaputt. Vorbei, Schicht im Schach. Kurz raus tappen, mal wieder rein tappen. Oh, ich höre Musik. Oh, Steam Overlay ist weg. Ey. Oh. Na und, wie viele Kugeln hast du schon eingelocht, du Penner? Mach die Hex aus, du Arsch! Machst du so weit? Na. Oder dass ich selbst profilieren kann. Ach komm. Schade. Geht's wieder? Hm. Fehlst du? Ja, jetzt wo die Hex aus sind? Ach, ich hab hier auch noch eine Feinanpassung. Ja, krass, bringt mir aber nichts. Was? Hat irgendwie getroffen? Ja, eine von mir. Toll. An dieser Stelle. Wow. Props gehen raus an dich. Ich wusste, dass Props kommt. Ich hab jetzt schon im Kopf gehabt, das Wort. Wie man so was nennt? Intuition, mein Freund. Intuition. Antizipation ist hier das Zauberwort. Ne, das Zauberwort ist und bleibt bitte. Ich habe in den Harry Potter Büchern nachgeguckt. Das ist überhaupt nicht wahr. Gott. Was? Alter, diese Steuerung. Dass Dumbledore auf Seite 286 stirbt? Jetzt hat der gespoilert, der Wichser. Jetzt habe ich's gesagt. Ich hab's gesagt. Ey Leute, die... Wie lange sind die Bücher jetzt schon draußen? Ist doch scheißegal. Ich hab ich nochmal. Die vollen. So! Häbchen? Ja? Snape stirbt auch. Hab ich gesagt. Du Penner. Wer stirbt? Was? Wie? Was? Snape. Wo? Professor Snape stirbt. Achso. Ja, ich weiß. Und Voldemort stirbt auch, hätte er gesagt. Dumbledore ja anscheinend auch. Dumbledore stirbt auch. Was ist denn das? Oh, wollte der Google einen Spin geben, aber hat sich hingekriegt, weil er ein Analphabet ist. Madara stirbt auch. Ja. Obito stirbt auch.
Alle Harry Potter Leser hassen dich jetzt. Das war nicht mal Harry Potter. Diese Charaktere kommt nicht mal in Harry Potter vor. Sagt da einer, der kein Harry Potter. Ja, gut. Genau, pusti die Nase. Die Leute sollen sich mal nicht so haben. Die Bücher sind ja schon seit bestimmt 2 Jahren draußen oder so. Kann man mal gelesen haben. Ja, aber die müssen erst mal alle lesen lernen. Dem kann ich noch eins hinzufügen, und zwar Schwanz. Und Sasuke und Naruto verlieren einen Arm. Ja. Jetzt hat er das dann nicht spoilert, schade, doch nicht. Nee. Er kennt den doch schon. Ich bin genauso weit wie er, wenn nicht sogar weiter. Ich guck mir die Filler-Folgen auch an. Oh Gott, das habe ich nie angetan. Und so scheiße sind die nicht. Also sie sind Pain schon scheiße. Wer? Pain ist auch tot. Pain. Ja, ich will es. Ja. Orochimaru auch. Ja. Er hat ja Sasuke so dezent auseinandergenommen. Oh ja. So, und Itachi ist tot. Ja. Hat er nicht gesagt. Zabuza ist auch tot. Ja. So. Ja. Gewonnen. So, wer ist noch tot? Boah. Kriegst du Freematch, was denn? Gut, doch, ich liebe ihn. Jetzt am Anfang, geil. Kaguya ist tot. Digga. Wer? Kaguya. Kaguya, ja. Kakashi verliert sein Sharingan. Hat er nicht gesagt. Digga, ich schwör, die Leute, die Naruto-Fans in unserer Community werden uns hassen dafür. Wenn die das verfolgen und das regelmäßig, wissen sie das schon alles. Ja, stimmt. Das nicht macht, hat Pech habt. Ich verlinke euch den Link, ich verlinke euch den Link, alles klar. Ich verlinke euch den Link, ja, ich verlinke euch die Seite, hier wo zu. Ihr euch die aktuellsten Dinger ankicken könnt. Guckt in ja, bs.to. Nein, Naruto Loads. Ich mach das gerne auf illegalen Seiten. Du bist ja auch behindert. Als ob die nicht reingeht. Boah, guck mal, ich kann mich auch voll mitten in den Tisch stellen. Das ist ja richtig geil. Herr Helmchen? Ja? Schwanz. Du willst mich, die war da schon drin. Ach komm. Zeig mal wieder. Ja, die Hexen sind gerade. Hitler stirbt hoch. Keine 6 Ahnung. Millionen Juden. Machst du mal so. Ich ja, ich sag's halt nur. Kushina ist auch tot. Minato ist tot. Lol, hat nicht funktioniert. Ach echt? Ich will keins erwähnen. Das ist ein bisschen sad story, oder? Ey, der war nicht drin. Ach Quatsch, erzähle ich. Hätte ich jetzt ja überhaupt nicht hin. Oh, wir müssen mal die Zuschauer auf dem neuesten Stand halten, Mensch. So. Mann. Hashirama. Tobirama. Flim, 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 flim. Wer ist denn noch so gestorben? Viele. Obito. Ja, das hast du schon gesagt. Hab ich schon gesagt. Achso, und für alle, die noch nicht wissen, wann Obito wieder auftaucht, Obito ist, wie heißt er? Obi? Ja. Genau, so. Ja, holen Sie wieder. Butz, Digga. Ich würde mal sagen, Isame. Sie haben ihren Gesprächsthema gefunden. Isame auf jeden Fall. Geht nicht. Sag. Oh, ich dachte, die ist reingegangen. Das heißt, Braun hat sich angepasst. Hat voll Bock, irgendwas zu essen, ey. So, Goku ist tot. Also, das stimmt ja mir mal. Aber. Ja.
müssen sie halt die Dragon Balls wieder suchen. Ja, ich dachte, das wäre so einfach, ey. Du bist tot, für was doch nicht. Gehen jetzt aber die Dragon Balls suchen. Das wäre so in real life. Rennst so über die ganze Welt so. Frag dich jeden einfach, was du denkst auf die Dragon Balls. Warum? Was mir davon? Kumpel ist gestorben. Hanzo ist tot. Ja, das stimmt. Die 5 Kage werden auch fast verreckt. Ja. Wie heißt denn aber diese Olle mit diesen Blätterblumen? Blätterblumen? Ja. Ja, hier. Die Blätterwacht. Oh ja, Lava. Ach, Kushina. Hat man einen? Hä? Ist die Mutter von Naruto. Kurenai. Ja. Ja? Oder so. Ja, so. Ist die tot, ja? Tot, ja. Wurde doch von Obito getötet. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Damit sie das Auge von. Damit er das Auge von Pain kriegen kann und Nagato oder so. Nagato ist tot. So. Ja, das weiß man ja. Weil wer den Kampf von Naruto und Pain verfolgt hat, der weiß, dass Nagato Pain war. Nein! Doch! Was du nicht sagst. Hätte ich so nie gedacht. Hitler stirbt auch. Er wollte Jude sein. 6 Millionen Juden. Wenn ich das schaffe, ja, dann bin ich der Oberkiller. Geht bestimmt daneben. War der drin? Nee. Was? Die liegt da einfach dumm rum. Bilder. Alles klar. Vor allem spielen wie Streifen, spielen wie Spots. Hä? Überhaupt keinen Sinn, das Deutsch. Komm. Ey, nee. Loch mal eine ein. Gib mir, tu mir den Gefallen. Danke. Hast du noch einen gelocht? Meine. Hä? Arsch. Was? Oh, Back Tabit ist tot. Wer ist denn da? Ja, Modern Warfare? Kenn ich nicht, guck ich nicht, spiel ich nicht. Der halt Mason. Kenn ich. Wirkt mich aber nicht. Gewonnen. Was? Wie lange nehmen wir auf? 13 Minuten. Eine Runde schaffen wir noch. Eine Runde schaffen wir noch. Darf der schon wieder anstoßen? Das ist ja, weil ich nicht hingeguckt habe. Hier habe ich die vollen, okay. Ja. Wisst du, was das ist? Warten. Der volle Wahnsinn. Da werde ich schon wieder voll. Zehn. Schlimm, wie lange ich immer für den Schlag drauf war. Was, drehen? Ja. Jetzt liegt die Kugel scheiße. Ja. Obwohl, warte mal. Wenn ich jetzt geritzt kriege, bin ich gut. Helf nicht. Weiger. Ey, mal die Grüne! Und so. Deine Mutter ist die 12. Die ist jetzt nicht da. Fuck you.
Wenn die jetzt nicht reingegangen, hätte ich geheult. Ja. Boah, hätte ich gerne gesehen. Blick mit Leben genommen. Scheiße. Nimm dir das Leben. Ich glaube, ich sag eine Runde, schaffen wir noch. Wie kommen wir denn jetzt? 15. Na, dann nehmen wir noch eine. Komm mal, Rematch hier. Tabelle öffnen. Ja, wo kann ich denn die öffnen? John F. Kennedy ist tot. Ach, was? Kentucky Fried Chicken. Ui, ui. Lol. Was ist der Unterschied zwischen einem Jude und einer Pizza? Die Pizza schreit im Ofen. Oder wie wird der? Mein Querschnitts gelebter Freund Andi hat keine 5 auf dem Zeugnis. Trotzdem ist er jetzt hier geblieben. Alter. Ich hab die vollen. Achso. Ja, hättest du mal nicht gesagt. Ich bin ja nett, weißt du. Hast du jetzt davon? Ist der Witz noch auf der Folge drauf? Ja. Das müssen die Leute wissen. Der ist leer. Der wird zwar noch geil. Der war echt gut. Elf geht hier nicht rein. Nee. Ja. Hast du gerade die Ziege nachgespielt oder was? Immer. Lalalalalala. Alle drei hinten mit der 8 zusammen. Oh Gott. Der 100 Meter Sprint, der siamesische Zwilling war spannend. Es war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Alter. Flachwitze wieder hier on point, ja? Was eine Schnecke, bevor sie gegessen wird. Völlig aus dem Häuschen. Ja, den kannte ich schon. Aber mal weiter. Oh Gott. Hä? Ich hab doch eine von mir eingelocht. Aber ich hab deine. Ach, darf ich deine Kugel nicht dafür benutzen? Lilliputaner, nee. Mit 7 Kindern. Gar keine? Hochzwerg. Nur die weiße. Ja. Pool ist scheiße. Oh, scheiße, ich hab mal halber eingeloggt. Ich bin so ein. Der Alter. Biggest Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Ich wollte gar nicht hauen, aber gut. Das passt doch vorne und hinten nicht. Sophie, 18, hat ihren ersten Big. Oh Gott. Heck, was machen heck, Kannibalen heck, aus Medizinern? Hot Dogs. Ha! Helmchen, das heißt Backpack. Big Pick. Big Dick, hab ich gesagt. Ach. Oh, dann spricht er deutlich. Was suchst du? Was suchst du? Die Winterreifen für den Smart. Handschuhfach. Oh. Haben wir gelacht? Ja. Mein Bauch und Eck. Ah, ich bin dran. Letzte Worte des Sportlehrers. Ehrlich, alle Speere zu mir. Der Bass von Was der ein Leprakranker mit grauen Haaren. Eine Pusteblume. Führe den Zorn des Zeus. Alter, leg das Stromkabel weg. Die Jungen von heute mit ihren Ballerspielen. Früher haben wir die Leute noch an der frischen Luft erschossen. Opa, bitte! Opa, bitte! Der beste Ort mit seiner Frau Schluss zu machen ist McDonald's. Keine Messer, keine Gabeln und keine Teller. Und im Fall der Fälle kann man sich immer hinter einem dicken Kind verstecken. Oh Gott. Ironie ist, gleich, wenn ein Nazi in einer Rechtskurve stirbt, weil er zu viel Gas gegeben hat. Das ist 20 Meter lang und steht nach Pippi. Eine Polonaise im Altenheim. Oh. War Heike eigentlich noch die letzte? Ist egal, wo die machen, die schwarze? Ja. Toll. Alter, das ist jetzt. Warum leben Eskimos so lange? Weil sie nicht ins Gras beißen können. This is a Nudelholz. Take it and hau it on the cop of a bekloppte person. That gives you a better Gefühl than vorher. Wow.
habe heute einem Mann auf dem Frauenparkplatz gesagt, dass ich Menschen wie ihn großartig finde, die offen zu ihrer Transsexualität stehen. Sein Gesichtsausdruck unbezahlbar. Alles klar. Baby weint laut. Baby weint laut. Wie heißt denn der Kleine? Jonas. Halt die Fresse, Jonas. Ach ja, den kann ich schon. Verpiss dich, du Arschloch. Könntest du das bitte in ordentlichem Deutsch wiederholen? Uriniere dich in fort, du Gesäßöffnung. Da ich so einen Lachkrampf gekriegt, ne? Nein! Nein! Bin ich schwarz eingelocht? Nee, halt die Weiße. Justin, du bist nicht doof. Du bist nur denkmalgeschützt. Also ein kleiner brauner Riech nach Karamell. Ein Zuckerkranker, der vom Blitz getroffen wurde. Gott. Wo machen Skelette Urlaub? Am Toten Meer. Das schaffen wir noch, wa? Oder? Okay, wir haben 21 Minuten. Na komm, jetzt machen wir noch. Dein Ernst? Jetzt bin ich rausgeflogen. Ja, egal. Gut, dann melden wir uns für die Folge mal ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.